wieder anspringt. So, das ist immer eine Autoparade, da kommen wir nicht rein. Das ist auch immer schön anzusehen, ne, Babs? Und das werden wir nächstes Jahr auch wieder sehen. Das werden wir nächstes Jahr auch wieder sehen. Dann ein bisschen weiter vorne im Zug, denn der nächste Hessentag kommt ja aus Groß-Gerau. Und deswegen am Schluss die Stadt Groß-Gerau mit ihrer ersten Visitenkarte hier auf dem Hessentag zu Lich. Und ich wiederhole noch einmal die Rekordzahl von über 760.000 oder 70.000, also fast 800.000 Menschen, die 10 Tage lang hier in Lich zu Gast waren. Links war der Bürgermeister. Das ist der Bürgermeister von Groß-Gerau. Aha. Oh, er guckt etwas. Er hat eine schwere Aufgabe vor sich. Ja. Mein lieber Herr. Das muss erst alles, was Lich hier vorgemacht hat in diesem Jahr, das muss erst alles nachgemacht werden. Und nun kommt, nehme ich an, auch eine Abordnung von Groß-Gerau. Es sind nämlich Folklore, italienische Folkloregruppen, Kinder des Südens. Sie kommen jetzt, mischen sich jetzt, wie es so schön heißt, unter das Volk. Du kannst so gut Italienisch. I figli del... I figli del Meridione. Ah, grazie. Ja. Das ist natürlich, klingt doch ganz anders, als wenn ich das so blöd runterbabbel. Aber es heißt auf Deutsch die Kinder des Südens. So ähnlich, ja. Nicht so ähnlich, da steht's doch. Also übersetzt. Also des Südens heißt es nicht. Aber Mensch, jetzt hast du mich ja furchtbar festgenagelt hier. Meridione, naja, das ist also im weitläufigen ich Sinne. Ich würde sagen, es ist eher was in der Mitte. Meridian, naja, gut, also ist egal. Eine Folklore-Gruppe. Bis nächstes Jahr, liebe Zuschauer, wissen wir das. Wollen wir das versprechen? Wir versprechen es. Gut. Aber guck, allein der Anblick entschädigt doch für manche. Für manche Lapsus. Im Jahr 1983 ist diese Folklore, also vor 10 Jahren, gegründet worden. Von Valerie Vergata. Und nun ist natürlich auch Bosch egal, ob sich diese letzten Wagen hier noch zeitgemäß und nach der Festzugsordnung durchziehen. Jetzt ist ja fast Schluss und insofern stoppt natürlich erstmal alles und sagt nur atmen und man kommt tief durch. Wir auch, oder? Ja. 3,5 Stunden? Ja. 3,5 Stunden. Aber ich muss sagen, die Zeit ist fast wie im Flug vergangen. Richtig. Und es war wirklich gute Stimmung. Es waren ganz viele Menschen hier. Das sieht man ja, wenn man jetzt nochmal hier runterschaut. Und wenn die Kamera in diese Straßen hier hineinfährt. Also ich sage es noch einmal, für die Städte, die sich vielleicht auch mal beteiligen lassen wollen. Es gibt Landeszuschüsse für die Stadt als Ausrichter. Und da hat das Land Hessen in diesem Jahr 8,6 Millionen für Licht bezahlt. Bezahlerische Sanierungsobjekte, Abwassergeschichten und so weiter. Und es gibt einen Zuschuss des Landes von 1,7 Millionen Mark, der relativ unverändert jedes Jahr ist. Für die ganzen Musikgruppen, für die Tribünen, die man aufbauen muss, für die Beschallungen in Lich und in der nächsten Hessenstadt. Das zahlt das Land, dafür sind alle Veranstaltungen, sogar Konstantin Becker, der hier war mit großem Erfolg, die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, die hier war mit großem Erfolg, sind alle gratis. Das ist der Hessentag. Das größte, bundesweit größte Landesfest, oft kopiert und nie erreicht. Das ist richtig. Ja. 33 Jahre schon nun alt, in die Jahre gekommen und doch immer noch taufrisch, wie man sieht hier. Wie man sieht. Und wenn dann der offizielle Teil zu Ende geht, wie hier doch in diesen Minuten, dann ist erst so richtig was los. Und ich denke, jeder, der hier in diesen Tagen nach Lich gekommen ist, hat seinen Spaß gehabt. Es gab viel zu sehen. Es gab viel mitzumachen auch. Es gab viel an Informationen. Und es lohnt sich einfach mal mit dabei zu sein. Und gerade Lich ist natürlich rausgestellt, eine Gemeinde, die ja relativ klein mit 13.000 ist, die aber im ländlichen Raum verankert ist. Da ist der Zuspruch für die Hessentage ungleich größer als bei den Austrageorten, die also direkt an eine Stadt angegliedert sind. Da hat man ein bisschen Salat bei einigen Veranstaltungen, aber Lich war jeden Tag rappevoll, hat man mir gesagt. Und die richtigen, echten Sieger, außer natürlich den Organisatoren, die alles prima hingebracht haben, ist die Gastronomie. Wir sagten zweimal im Jahr der Hessentag und mir hätte ausgezeichnet. Ja, aber so oft kannst du leider doch nicht stattfinden. Ja, kannst du denn machen. Es gibt die Leute, die das hier organisiert haben, die schon 15 Tage hier sind, für die 10 Tage alles, die haben gesagt, also kein Tag länger, der Hessentag, 10 Tage, genau die richtige, aber 11 Tage geht dann. So, und jetzt wird's schwierig, denn dadurch, dass diese Gruppe doch alles ein bisschen hinausgezögert hat, hat sich dort hinten der Zug bereits aufgelöst. Also in Marschrichtung kommen uns die Menschen bereits entgegen, ja, wollen jetzt feiern. Und jetzt ist die Frage, wie diese letzte Gruppe und der letzte Wagen überhaupt noch durchkommt. Emma Babs, und den das Anschluss ist doch das findet. Motto Integration. Das ist es doch. Das haben die Italiener hier prima vorgemacht. So, da haben wir also noch einmal die italienische Gruppe, die Kinder des Südens.
aus Groß-Gerau. Und der Musikchor der Freiwilligen Feuerwehr aus Groß-Gerau kommt ebenfalls noch. Und das ist dann auch mit den letzten Wagen, das ist das technische Hilfswerk, das allein mit 250 Kräften, da hinten sehen wir die blauen Wagen THW, das muss man auch nochmal erwähnen. Die Polizei ist ganz stark hier gewesen, hat alles prima organisiert, die Stadt selbst.